Und dann wollen wir doch hier gleich mal anfangen. Keine Zeit verlieren. Und nehmen einfach mal Spritzenverwaltung. Okay. Warum auch nicht? Lassen den Medizinstudenten gleich mal den Kurs starten. Gut, let's go. So. Wir brauchen einen Hausmeister. Nehmen wir gleich mal. Alles klar, den hier. Und du, komm, gleich mal upgraden. Wir wollen hier jetzt nicht lange fackeln. Wir müssen zwischendrin hier noch einen Arzt einstellen. Es geht nicht anders. Es muss sein. Es muss sein, damit die hier hin und her laufen können. So. Ja, das kann leistungsfähiger werden, finde ich auch. Der ist da gerade am Machen und Tun. Try not to die. Gut. Try not to die, finde ich sehr gut. WC-Warzen. Okay, wir brauchen ein Klo. Wir brauchen ein WC. Forschungslizenz. Nice. Das war das Einzige, was wir brauchten. Okay. Wir brauchen ein Forschungszimmer und einen Arzt mit Forschungsausbildung. Okay. Wenn der hier fertig ist, dann packen wir den da rein. Der kriegt eine Forschungslizenz. Wir brauchen noch einen Krankenpfleger. Da. So, der ist glücklich, der sucht nach Arbeit, aber okay. Zurzeit ist das voll okay. Wir stellen uns hier in die Ecke. Eine Sonnenblume. Wir stellen uns hier in die Ecke eine Sonnenblume. Dann, was wir noch machen. Wir stellen uns hier einen Broschürenständer hin. Jo, okay. Da ist jemand gestorben. Da stirbt jemand. Du hast... Ja, du bist Ghostbuster, finde ich gut. Wir brauchen noch ein paar Bänke. Getunk. So, der ist fast fertig, finde ich gut. Wenn der fast fertig ist, das ist sehr gut. So, hier können wir einen kleinen Wartebereich hier machen. Oh, hier bauen wir mal. Nice. Snackautomat. Nein, nicht dahin. Getränkautomat, gut, der ist fertig. Wir brauchen. Forschung. Wir nehmen den da. Kurs starten. Sehr gut. Ja. Please try to be comfortable. Hier im Wartebereich ist... Ach so! Haha, okay. Dings. Okay. Heli ist dann auch unterwegs. So. Wir brauchen einen Heizkörper. Können wir den... Ja, den können wir hier zwischenbauen. Sehr gut. Es ist da ein bisschen warm, aber hey.
Was soll's. So. Diagnosebeschluss. Wir könnten Sie bitten zu warten, eine Kardiologie aufbauen. Ja. Sekunde. Pause. Wir bauen uns eine Kardiologie auf. Dann kann die da noch ein bisschen weiter gucken oder behandelt werden. Oder so. Wir brauchen eine Sonnenblume, ganz wichtig. So. Goldene Sterne, um die Prestige nach oben zu klappern. Sehr schön. Und einen Heizkörper. Ein Heizkörper. Sehr gut. Dann bauen wir mal, damit es denen hier auch gut geht. Na, es kann ja nicht angehen, dass die... dass es denen möglicherweise nicht ganz so... Ne? So, die sollen es ja schön mollig warm haben. Stellen wir hier einen Heizkörper hin. Das passt wunderbar. Dann kriegen wir hier noch eine Bank hin. Bank. Bank. Einen Süßigkeitenspender. Wir wollen die aber Laune halten, die Leute. Passt. Gut. So, dann kann er in die Kardiologie gehen. Der ist hier wunderbar am Lernen. Wir machen Plus, das finde ich sehr gut. Getränkeautomat können wir hinten in die Ecke packen. So, also Snackautomaten noch dazu. Abfalleimer. Wir brauchen Abfalleimer. Ich glaube, wir machen wieder so einen Mittelgang. Das ist am einfachsten. Da können wir dann die Blumen da hinstellen. Und überhaupt und sowieso. Gut, wir könnten das... Die Toiletten. Wir brauchen Toiletten. Ja, das kann durch ein Upgrade. Schön. Nicht jetzt, wir brauchen erstmal Toiletten. So. Sekunde. Pause. Pause. Toiletten sind jetzt erstmal wichtiger. So. Die Leute sollen ja, ne, zumindest im Ansatz. So, wir brauchen einen Heizkörper da drin. Ein Blümchen. Waschbecken. Und ein Handtrockner, so. Wenn wir das hier noch so ein bisschen puzzeln... kriegen wir sogar zwei Waschbecken da rein. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Kriegen wir noch einen Abfalleimer rein? Nein, kriegen wir nicht. Gut. Bauchgefühl. Schlechtes Bauchgefühl. Ja, Apotheke ist wunderbar. Schick den Kerl in die Apotheke. So.
steht jetzt so komisch vor der Tür, aber steht auch nicht mittig. Dahin. Stellen wir es im Ansatz irgendwie dahin und dann ist das zwar nicht mittig zu dieser Tür, aber hey, was soll's. Was soll's. Und der Broschürenständer steht da gut. So, mal gucken, dass das hier blümchenmäßig ansatzweise in Ordnung ist. So, gut. Wunderbar. Dann füllen wir den Mittelgang hier einfach weiter. So. Füllen wir den hier weiter und dann sollte das kein Problem sein. Mal schön ein paar Abfalleimer dazu. Gut. Wunderbar. Und hier können wir es dann wärmer machen. Wenn ich da ein paar mehr Räume hinbaue. Gut. Gut, gut, gut. Ihr habt einen Süßigkeitenständer. Guck mal, ich kann euch noch einen Broschürenständer hier hinstellen. So. Bitteschön, bedient euch. Wunderbar. Forschung. Ich wollte die Forschung bauen. Forschung! Die Forschung kann ich hier hinbauen. So. Das wird interessant, glaube ich. Oh ja, das wird sehr interessant. Maintenance announcement. Plants need water. Das wird sehr interessant. Die kosten auch 10.000 pro. Kann sein, dass ich hier jetzt ein bisschen. Is it just me or are the pointy mountains getting less pointy? We should raise some money and get them sharpened. I mean, um ein Forschungsprojekt zu starten, klicke entweder auf die Forschungsstation oder setze einen geeigneten Forscher im Zimmer ab. Auf dem Forschungsbildschirm kannst du aus der Liste der verfügbaren Projekte eines auswählen. Sobald ein Projekt begonnen wurde, brauchst du einen Arzt mit Forschungsausbildung, der ist in Arbeit, um die Forschungsarbeiten durchzuführen. Je nach Forschungskompetenz trägt dieser Arzt dann mit seiner Forschung zum Projekt bei. Okay. Forschungserkenntnisse werden der gesamten Organisation zugänglich gemacht. Genau wie unsere Entdeckungen. Cool. Du kannst dein Projekt in einem Krankenhaus beginnen und dann in einem anderen Krankenhaus fortsetzen. Okay. 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 Das klingt doch schon mal gut. Okay. Okay. Notfallstation. Heile 4 Patienten mit müden Knochen. Behandlungsraumstation. Das Geld könnte ich gut gebrauchen. Ja. Keine Todesfälle, wir probieren's. So gut, dann brauchen wir jetzt eine Station, die packen wir hier nebenhin. Wie viele kommen? Ich glaube 4, ne? Okay. Dann werden wir hier jetzt mal ein bisschen puzzeln. So, puzzeln à la Tetris. Schade.
damit hier auch ein paar Leute hinpassen. Naja, es sind immerhin 5. Es sind immerhin 5. So, wir brauchen einen Heizkörper. Können wir hier in die Wand packen. Wie sieht es eigentlich aus? Heiztechnisch. Das passt. Hier passt auch. Hier ist ein bisschen warm. Vielleicht können wir den... den Heizkörper wegmachen. Nee, der muss da eigentlich hin. Den kann man ja dann noch hier irgendwie weiter an der Wand verschieben, wenn wir da ein... So. Wenn er da ist, dann passt das. Die Heizkörper reichen fast bis hier drüben. Das ist voll in Ordnung. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Das ist voll in Ordnung. So. Aber ich hätte trotzdem gerne noch irgendwo eine Pflanze hier drin. Da. Das sieht auch alles wunderbar in Ordnung aus. Sehr gut. Sehr gut. Gut, die Station wäre damit fertig. Ist warm genug in der Station? Was, wenn ich diesen Heizkörper weiter in die Mitte stelle und die Blume dafür irgendwie da so hin? Sieht zwar nicht schön aus, aber hey, was soll's, richtig? Was soll's? So, wir brauchen... so jemanden. Let's play. Okay. Sekunde. Der ist fertig. Wir können einen neuen Kurs starten. Wir müssen unsere Leute ausbilden. So, was nehmen wir denn? Apothekenverwaltung. Station. Ich glaube, wir sollten tatsächlich Apothekenverwaltung, Diagnostik hier eine in die So, dann haben wir jetzt zwar eine Weile. Ah, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Fachtherapie, Flüssigkeitsanalyse. Hat einen enormen Unterhaltungswert. Röntgen. Flüssigkeitsanalyse, Farbtherapie. Zur Heilung von grauer Anatomie. Das hört sich lustig an. Starten. So, der wird da jetzt hingucken. Oh ja, das sieht gut aus. Komm, guck da hin, ich möchte mir das angucken. Oh, nice. Ah, sehr gut. So. Müde Knochen. Station, okay. So. Wir müssen hier jetzt ein bisschen haushalten. Die werden gleich mit dem Heli Richtung Station gebracht. Sehr gut. So. Da steht jetzt gerade keiner an. Da steht auch gerade keiner an. Finde ich gut.